Petri Heil. Das ist der Gruß, mit dem sich die Angler und die Fischer begrüßen. Die Antwort ist dann auch wieder Petri Heil. Oder wenn diejenigen etwas gefangen haben, dann sagen sie Petri Dank. Was hat das mit dem heutigen Evangelium zu tun? Sehr viel. Denn heute, in unserem Evangelium, das wir heute gelesen haben, am 18. Sonntag nach Pfingsten, hörten wir von der Berufung der ersten Jünger Christi, die Fischer waren. Diese Geschichte ist so wichtig, dass wir sie zweimal im Jahr hören. Einmal kurz nach Pfingsten, wenn aus dem Matthäusevangelium diese gelesen wird. Und heute beginnt die Reihe der Lukaslesungen. Am übernächsten Sonntag nach Kreuzerhöhung, was wir ja kürzlich gefeiert hatten, ist es so, dass dann die Reihe der Lukaslesungen faktisch bis Weihnachten beginnt. Und das ist jetzt der Fall. Und heute haben wir eben aus dem 5. Kapitel von Lukas die Geschichte von dem Fang, von dem Fischzug des Petrus gehört und von dem, wie aus Fischern Menschen Fischer wurden. Es dreht sich alles hier auch wieder um das Thema Berufung. Wie wir es zum Beispiel in Matthäus lesen, viele sind Berufene, aber wenige auserwählt. Was hat das nun damit auf sich? Es waren zwei Bruderpaare, die zu den ersten Jüngern und Aposteln Christi wurden. Sie wurden als erst berufen, sie folgten ihm bis zum Kreuz, bis zur Auferstehung und gaben mit ihrem Zeugnis ebenfalls ihr Leben. Sie waren Fischer und wurden Menschenfischer. Sie verließen ihre Väter und ihren Beruf, sie folgten ihrer Berufung, sie wurden Väter der Kirche Gottes. Sie erfuhren einen Wendepunkt durch diese Berufung. Wie heißt es denn nun im Evangelium? Wie lief diese Geschichte ab? Das erste war, dass Jesus mit einer großen Menge Volkes am See Genezareth war. Sie folgten ihm also aus den Städten, aus den Ortschaften, dorthin, wo sich eigentlich, nicht viele einfanden. Es gab dort zwei Boote am See, eines davon gehörte zu Petrus, das andere zu seinen Gefährten. Und er bat halt Petrus, dass er in dieses Boot steigen dürfte, um ein wenig vom Ufer wegzufahren, um sich sozusagen aus der Masse abzuheben, sich von ihr zu entfernen, weil das war dort ein riesiges Gedränge. Und um auch die Möglichkeit zu haben, seine Botschaft zu verkündigen. Man muss sich vorstellen, an dem See Genezareth gibt es auch so steile Ufer, also wenn man sich dort hin bewegt, dann ist man quasi wie in einem Amphitheater. Und das hat halt Jesus ausgenutzt, um eben eine große Menge an Volkes mit seiner Predigt zu beeinflussen. Er stimmte also das Volk und vor allen Dingen die Fischer darauf ein, was sie erwartet. Und als er aufgehört hatte, sprach er eben zu Simon: Fahre hinaus in die Tiefe, lasset eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete ihm und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns abgemüht und nichts bekommen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz hinablassen. Wir sprechen hier noch von Simon, er war noch nicht Petrus. Den Namen Petrus hat er ja dann erst später von Christus bekommen. Simon war ja sein bürgerlicher Name, so kann man es mal sagen. Ja. Aber was ist das Besondere hier? Und zwar, das ist eigentlich der erste Kernmoment in diesem Evangelium. Petrus ist ein erfahrener Fischer. Er weiß, dass wenn jetzt schon die Sonne aufgegangen ist, wenn es schon Tag ist, fängt man keinen Fisch mehr. Und vor allen Dingen auch nicht in der Tiefe, sondern eher im seichten Wasser, weil dann reicht das Netz hin. Er stellte aber diese Erfahrungen, die er hatte, stellte er zurück. Er zeigte seinem Lehrer gegenüber eine Demut. Er bat, trotz seiner Erfahrungen, er erfüllte die Bitte trotz seiner Erfahrungen, die er gemacht hatte, worum Jesus ihn gebeten hatte. Und es ist ja nicht so, dass Petrus Jesus nicht kannte. Sie waren ja schon miteinander bekannt. Ja? Jesus heilte ja seine Schwiegermutter in einem der vorhergehenden
Evangelienlesungen. Also es ist so, dass er eben aufgrund dessen ihm diese Demut gegenüber zeigte und dann auch diese Bitte erfüllte. So, und was passierte dann? Ein Wunder. Als sie dies getan hatten, schlossen sie eine große Menge Fische ein und das Netz begann zu reißen. Die Netze, die sie damals hatten, waren ja durchaus gröberer Natur. Also das waren relativ starke Seile. Ja? Und die hielten schon etwas aus. Und die begannen zu reißen. So eine riesige Menge Fisch war. Völlig unerwartet, weil wir wissen, eigentlich hätten sie gar nichts fangen dürfen. Weil die Umstände waren nicht besonders gut dafür. So, und sodass sie jetzt das zweite Boot noch holten, damit sie eben diesen ganzen Fisch, den sie gefangen haben, auf diese beiden Boote verteilen. Und trotzdem fingen an, diese beiden Boote unterzugehen, weil das Boot so tief lag, dass praktisch schon Wasser hineinschwappte. Petrus fiel zu Knien Jesu nieder und sprach: Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mann. Denn Erschrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über den Fang der Fische, den sie zusammenbekommen hatten. Gleicherweise wie auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Also auch für die anderen war das ja etwas Erschreckendes. Sie haben das überhaupt nicht erwartet. Das widersprach allen Erfahrungen, wie wir das jetzt gerade auch diskutiert haben. Das war also Gottes Ratschluss versus eigener Erfahrung. Während Gott das eine vorsieht, kann das manchmal durchaus dem widersprechen, was unsere eigenen Vorstellungen sind, was uns unser eigener Verstand eingibt, der auf eine ja ziemlich begrenzte Erfahrung zurückgreift. Jeder hat natürlich Lebenserfahrung gesammelt und das sind mittlerweile einige Jahre bei dem einen oder dem anderen. Aber trotzdem ist das bei weitem ja noch nicht das, was Gott uns bieten kann. Das ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil davon. Sodass Simon dann auch statt Freude über diesen Fang eigentlich Entsetzen verspürte. Er erkannte seine eigene Sündhaftigkeit, seine eigene Unzulänglichkeit. Er erkannte, dass das, was er weiß oder so, überhaupt nicht ausreicht, um alles zu erfassen, um alles zu verstehen. Und Jesus sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ins Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Und das ist der zweite Kernmoment dieses Evangeliums. Sie hatten einen reichen Fang. Alles war super. Alles war tutti. Aber sie ließen alles hinter sich und folgten Jesus. Also auch ein zweiter richtig wichtiger Moment. Warum waren das nun Fischer, die Christus ausgewählt hat? Das waren einfache Leute. Sie hatten ein offenes Herz. Und ihr Verstand behinderte nicht den Eintritt von Christi in ihr Leben. Sie vollzogen in diesem Moment ihres irdischen Daseins eine Umkehr, eine Neuausrichtung ihres Lebens. Wisst ihr, mit dem Verstand ist es wie mit einem Schwamm. Wenn ein Schwamm genug Wasser aufgesogen hat, dann fasst er kein neues Wasser mehr. Und so ähnlich ist es mit uns. Wir fropfen uns mit allen möglichen Wissen, mit allen möglichen, vielleicht auch unwesentlichen Sachen voll. Und auf diese Art und Weise ist unser Gehirn vollgesogen und wir haben gar keinen Platz mehr gelassen, dass Gott, dass Christus eintreten kann. Oftmals hindert also unser Stolz, unser eigenes Ego, den Eintritt Gottes in unser Leben und Gott widersetzt sich diesem nicht. Es hängt also im Wesentlichen von uns ab, diesen ersten Schritt zu tun. Das lesen wir übrigens auch an einer anderen Stelle, nämlich in der Bergpredigt bei Matthäus im 5. Kapitel in der ersten Seligpreisung. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Königtum der Himmel. Was heißt jetzt arm im Geiste? Sollen wir jetzt dumm sein oder ähnlich? Nein, der Geist soll offen sein für Gott. Er soll Gott gegenüber aufgeschlossen sein. Er soll also nicht vom Stolz geprägt sein, nicht überheblich sein, arrogant, sondern es soll eine Bescheidenheit und Demut seiner eigenen Begrenztheit, keine Unterwürfigkeit sein. Dieses Erkennen der eigenen Begrenztheit, das traf eben auch auf die Fischer zu, wie wir das gerade gehört haben,
aber zum Beispiel nicht auf die Gelehrten und Hochgestellten in der Gesellschaft damals, auf die Pharisäer zum Beispiel. Deshalb kam Gott nicht zu ihnen, weil sie ihn haben nicht hereingelassen. Es gibt neben diesem Fischfang, von dem wir in drei Evangelien hören, also bei den synoptischen Evangelien, nämlich bei Lukas, Markus und Matthäus, gibt es noch einen zweiten Fischfang in der Bibel. Und zwar, nach der Auferstehung Christi ist nochmal etwas Ähnliches geschehen. Das lesen wir bei Johannes im 21. Kapitel. Auch da kommt der schon auferstandene Christus zu den Jüngern und auch da beschert er ihnen einen reichen Fang. Und nach dieser Stelle wendet sich Christus wieder an Petrus und weist ihn dreimal darauf hin, dass er derjenige ist, der dann die Aufgabe bekommt, die Herde der Gläubigen zu behüten. Was ist also jetzt das Fazit dieser ganzen Erzählung heute? Wollen wir Gott gegenüber offen sein, das Unerwartete zulassen? Und lassen wir Gott wirken, geben wir ihm Raum. Verschließen wir uns nicht ihm gegenüber durch eigenen Stolz und Vertrauen darauf, selbst alles im Griff zu haben. Das erfordert eine gewisse Demut. Folgen wir also wie die Fischer seinem Ruf, werden zu Menschenfischern und gewinnen wir vielleicht durch unser Vorbild auch den einen oder anderen für das Evangelium und für den Weg zu Gott. Petri Dank. Amen.